Dedelic, willkommen, da sind wir wieder. Ich habe ja gespeichert, kann ich weiterspielen. Da sind wir wieder drin. Ich kam dann gestern zu nix mehr. Sprechen wir die doch erstmal an, das hat man nämlich gar nicht mehr gemacht. Shibuya Power! Shibuya Power! Das sind offenbar Anime-Fans. Shibuya Haarnadel. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Also auch im, zu meinen Otaku-Zeiten. Du bist ja voll daneben, Lilly. Lief ich nicht durch die Straßen und was weiß ich. Nein, habe ich nicht gemacht. Oh, was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine Original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyurushi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Sie also umbringen. Kamanukri. Na, das kriegen wir hin. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Naja. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool! Miyurushi Glitzerschein! Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann noch, schauen wir mal, was hier so abgeht. Das sieht ja auch sehr nett aus. Dieser, ich glaube, Garrett hieß er, ne? Was ist denn da oben drin? Da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Das da? Ein Ballon? Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Mhm. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Naja, vielleicht passiert das ja noch. Das Abendmahl. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Ach du meine Güte. Die Wege hier alle. Schulrabauken. Da will sie nicht durch, oder wie sehe ich das? Okay. Hier ist der hintere Korridor. Schuluhr war außer Reichweite. Gargoyle. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Wir sind natürlich nicht so. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf?
Knallfrösche. Knallfrösche? Hä? Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Klassenzimmer, Sammlung, Wartungsklappe. Also ich verliere langsam den Überblick. Ich muss das öfter mal einsetzen hier jetzt, glaube ich, weil jetzt wird es langsam echt ein bisschen unübersichtlich groß. Was? Ach, die Wartungsklappe hiervon. Dann können wir hier vielleicht dran rumspielen. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Ja. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lily hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Sehr schön. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lily bei sich. Nee, das nicht viel? Naja, wer weiß, vielleicht können wir da irgendwann jemanden hierher lenken und dann lassen wir die Statue auf ihn runterfallen. Wir sind ja hier so eine kleine Teufels, ne? Achso, wir müssen da oben drauf drücken. Was ist denn hier? Die Sammlung. Oh Gott. Wie der hier noch irgendwie lebt. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Mhm. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Ah ja, was ist mit dem Opa da hinten los? Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger... Du bist, glaube ich, gerade nicht in einer Verhandlungsposition. Zumindest nicht in einer starken. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Kann ich... Oh. Okay. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Wer ist das denn? Oh, Besuch. Ja. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Ich glaube, der ist schon so ein bisschen senil. Unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter 3 verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die... Windeln geschissen? In die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ja, ich bin alt geworden.
So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. So. Dazu komme ich doch gleich. Erzählt er noch was anderes? Erst wollte ich noch erzählen können, darum habe ich auch eine Zeit lang... Ich glaube, es ist dasselbe. ...einmal in der Zumba oder... Gut, der hat uns nichts großartig noch zu erzählen. Habe ich hier irgendwas übersehen noch? Ich glaube nicht. Aber der lässt uns hier nicht großartig was mitnehmen. Hier ist das Klassenzimmer. Vitrine. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Mhm. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Nun ja. Und hier? Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin. Das hast du schon mal zu was anderem gesagt, ja? Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Aha. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien. Denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Ach, die bringen wir auch noch um. Tiere. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Die bringen wir um. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre das Recht fleißige zu sterben. Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals Nein. zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ja. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Gern geschehen. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Die Oberin ist gerade nicht im Büro, gut zu wissen.
Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ja, und dann, wenn du hast, hast du nichts mehr zu tun. Ganz tolle Aussicht. So, sonst ist hier aber auch nichts zu tun. Ich könnte ja den Hamster geben als Modell. In den Schlafsaal. Ist es das? Warte mal. Geht's hier nach oben zur oberen? Zum Rundgang? Mein Gott. Traurige Maske. Fröhliche Maske, wütende Maske, Kronleuchterbefestigung. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. In jeder Maske gab es zwei Die Maske war fest an der Wand verschraubt, aber hieß das auch... Nein, irgendetwas... Na, wie sie hier echt alles animiert haben. Okay, da kommen wir nicht ran. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Boah, ich muss sagen, von Leibniz, diese Schokokekse, ne? Da gibt's jetzt Kekse, mit weißer Schokolade Händen konnte Lilly und Zitronenkäsekuchen. Geschmack. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ich sage euch, oh Gott, ich könnte mich da reinsetzen und rundherum fressen. Ich frage mich nur, wie so eine 9-Kekse-Packung, ne? 650 Kalorien, also ungefähr ein Döner, entspricht. So eine Packung, die ich in 2 Sekunden wegatme einfach. Oh, ist das lecker. Wie gut, dass ich noch so jung bin und dass ich nicht dick werde, wenn ich so reinhaue. Büro der Oberin, sonst ist hier nichts. Ja. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Warum, die sind doch toll. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Ich will ja mal einen Tollkirschen-Tee zu bereiten. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Okay. So, hier ist niemand da. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts, man nahm... Gut, das ist... wir haben ja auch schon einiges hier angeguckt, wobei... Da steckte ein... Sehr geehrte... Durchgestrichen. Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind. Mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich... kennenlernen. Beachtungsvoll, Oberin Ignaz. Das ist eine sehr nette Frau. Glas mit Meerschweinchen. Okay, dann ist das offenbar tot. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Wollte ich gerade sagen, nimm mal mit. Kann helfen. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Das Ganze hat auch einen Haken. Vielleicht sollten wir den Spieß umdrehen. Ha, ha, ha. So. Ich glaube, das Bild antwortet nicht. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Die lustige Blume zumindest... Können wir... Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Ja, ich probiere nur aus. Es ist halt ein Adventure. Da geht alles, ne? Rezept. Kann ich Lumpy nicht mehr zur Pflanze hin... bewegen? Ich weiß, sonst würde mir hier erstmal in diesem Raum nichts weiter einfallen. Wir haben jetzt alles mal angeguckt.
Gut, so unübersichtlich ist das gar nicht, wie ich am Anfang erst vermutete. Ist halt nur groß. Aber es ist durchaus gut strukturiert hier alles. Ich frage mich nur, was ich jetzt noch großartig machen kann. Ich komme da jetzt auch nicht ran. Rettungsklappe, Zusammlung. Ins Klassenzimmer kann ich irgendwie ein Hamstermodell andrehen, dass sie den Hamster macht, weil dann wäre sie ja nicht mehr Lieblingsschülerin, weil Ignaz es ja hasst. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Ah. Weißt du denn gar nichts? Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Wie, sie braucht Hilfe, um das aufzumachen? Die Rüpel haben doch genug Kraft da unten, oder? Könnt ihr das nicht aufmachen? Hier. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberin unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Die bringe ich auch noch um. Die haben es ja alle verdient, die sind ja alle scheiße zu uns. Ich find's nur... Weißt du, dass sie Ignaz alle bestrafen will, weil Lilly Mist gebaut hat angeblich. Das ist so eine Sache, sowas wird ja auch bei der Bundeswehr und so gemacht. Ne? Wenn einer Mist baut, wird die ganze Kompanie irgendwie um 200 Liegestützen verdonnert. Ich finde das nicht erziehungstechnisch sinnvoll, ich finde das dämlich. Warum sollen Leute untereinander für alle querverweisend die Verantwortung übernehmen für Taten? Als ob die alle nicht selber denken können. Also, aber ich bin auch total gegen dieses... Ja, dieses Verschwimmen in einer Gruppe zu einer Gruppe. Ich bin aber auch gegen Hierarchien, also da kann man mich eben eh nicht wirklich als, ne? Musterbeispiel nennen. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Nur der Erzähler. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh, jetzt hast du es mir aber voll gegeben. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Das sehen wir dann noch. Wenn du so endest wie der auf der Bank. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha!
Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oh Gott, das ist so eine nervige Person, als ob ich Angst vorm Echo hätte, wenn ich ihn verpetze. Oh, bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Keine Angst, böser Junge. Du wirst bald niemanden mehr ärgern. Du bist so eine Heulsuse. Dieses Spiel macht einen echt einem Lust drauf, die Kinder hier alle umzubringen. Das ist schon irgendwo sehr zweifelhaft, was das Spiel in einem weckt. Tough. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Rezept tough. Das bringt alles noch nichts. Gibt's hier hinten noch irgendwas Neues? Nö, ne, nö, nö. Nö. Aber hier waren wir ja auch schon überall. Ich gehe nochmal ins Kloster. Kapelle haben wir hier noch. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Die Musik. Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Beichtstuhl. War da nicht noch mehr? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Selbstgeißelung. Die Schnitzerei zeigt ab. Kann man da was? Ich weiß nicht. Wer ist denn dann da drin? Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Mit sich selbst? Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Wahrscheinlich wegen uns. Hier ist eine Jacke. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. So? Nun ja. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Ja, das kann ich mir bei Lilly vorstellen. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Warte, warte, warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ah ja. Psst. Gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Nun ja. Boah, ich habe jetzt gerade die Packung Kekse nebenbei aufgegessen.
Ich muss mich mega zurückhalten, sich die zweite Packung auch noch aufzufressen. Oh, es ist so lecker, das soll ich euch. Ich platze gleich, so lecker ist das. Oh. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Oh, ich hab eine Idee. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Die Illumineszenz, ah ja. Wenn sie die Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Sehr interessant. Verschwörung gibt's ja überall. Aber könnte ich ihm nicht den Presslufthammer geben und durch das ganze Geruckele fällt das Kreuz auf ihn drauf? Ah, das wäre doch perfekt. Sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Doch, sonst doch, hätte doch. Ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlaffittchen. Der Opa, naja, aus dem Lager. Ernsthaft? Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Schön. Was? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Egal, was du sagst, ich weiß ein besseres Thema. Tempelritter, sie durchstreiften die Welt vor Unzeiten. Mehr noch. Sie waren überhaupt erst diejenigen, die die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück zwischen Nutella und Kaffeehaag. Kaffeehaag. Du zerstörst die heilige Illumineszenz. Und wenn sie ihn... Und das ich erkenne. Und wo, wenn ich doch nur wüsste, aber dies niemand sonst... Falls es Lilly war beeindruckt. Nun ja. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was sinnvoll machen kann. Beichtstuhltür? Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Pullis. Gute Idee. Der Erzähler ist hilfreich. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Dann würde ich sagen, muss er sterben, leider, ne? Ein Brett, Abhörkammer. Eine Abhörkammer. Auf den ersten Blick sah das Brett zwar nicht besonders spannend aus, aber Lilly hatte gelernt, sich mit wenig zu begnügen. Wenn die anderen Kinder zu Weihnachten ihre Geschenke auspackten, konnte sie sich auch an einer heruntergefallenen Tannennadel erfreuen. Okay, ihn da wieder reinlocken, dann haben wir schon mal ein Brett. Ja, weiß nicht, was der da macht noch, aber jetzt waren wir nur noch in der Kantine nicht. Na, wen haben wir denn hier? So, wir haben die beiden Omas, das Essen und das leere Bannergedöns. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Bananen? Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Boah, das Spiel ist so...
frech in verschiedenen Hinsichten. Das kann ich gar nicht glauben. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Ah ja. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. So, wen haben wir denn hier eigentlich? Doris? Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Sehr nett. Du... Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Boah, viele Informationen. Der Ofen muss angemacht werden. So, so. Und sie braucht noch ein Rezept und sie macht nur das Futter für sie und für die Katze. Kein Rezept. Ofen läuft noch nicht. Messer haben wir auch noch nicht. Doris. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Sag mal, kann die uns nicht das Glas öffnen? Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Habe ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na, warte. Ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Ah ja. Danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Na, die ist ja herzallerliebste, aber immerhin haben wir jetzt den Hamster da raus und können ihn aufspießen. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Na super, präpariertes Meerschweinchen. Ja, herzallerliebst, ne? Also hier lernt man halt einfach alle Menschen zu hassen. Das ist ja auch schön. Ich würde sagen, gleiches Recht für alle, ne? Edna 1 hatten wir jetzt auch schon 3 Folgen lang gespielt. Da würde ich morgen also durchaus noch gern mal eine Folge anhängen. Das auf jeden Fall. Was ist denn mit der Ignaz hier erstmal noch? Dann haben wir nämlich wirklich alles durchgeguckt hier in dieser Folge und können in der nächsten Folge gucken, was wir hier noch anstellen. Was schleichst du hier rum? Bitte die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein, dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Das sagt die Richtige. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst,
Erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Oder sich selbst auswechseln. Keine Ahnung. Gut, wir haben alles angeguckt und alles eingesammelt, so was mir zumindest erstmal aufgefallen ist. Und wir gucken dann einfach mal morgen, was wir hier Lustiges anstellen können in der Schule, okay? Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, ne? Und gerne bis morgen. Tüdelö.